these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. We're in trouble. The whole world's in trouble. Ich bin der größte Trottel, Nicole. Warum? Weil ich erst mitten im Dings bemerkt habe, oh, du musst noch auf live klicken jetzt. Ach so, sind wir jetzt live? Wir sind jetzt live und die ersten schreiben auch schon im Chat. Hallo, ihr Lieben. Wie geht's euch allen da draußen? So, ja, wir werden natürlich gleich fröhlich antworten. Ah, ich sehe den Jens schon. Ja, hallo Jens. Oh, der Jens, hallo Jens. Ja, herzlich willkommen zu Sozialklimbim, unser neues Format, in dem wir uns mit was beschäftigen, Nicole? Mit sozialpolitischen Themen. Eieieiei, schon wieder so ein Brett, ne? Also ich warte hier auf das erste Critical Infinity Comedy-Format, ja, was einfach mal so als Gegengewicht zu unseren ganzen harten, schwierigen Themen ist. Ja, vielleicht können wir Jan Böhmermann abwerben oder so. Aber ich glaube, das wäre nicht so geil. Vielleicht können wir Harald Schmidt wieder aus der... Oh, da mache ich schon Foreshadowing. Harald Schmidt wieder rausholen. Ich habe was Wichtiges übersprungen. Erstmal, hallo liebe Nicole. Schön, dass du das mit mir machst. Hallo lieber Dave, schön, dass wir das zusammen machen. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was wir heute für Frühstücksbretter bohren werden. Ich habe mich bemüht, meinen Teil ein bisschen hoffnungsvoller zu gestalten tatsächlich, damit wir hier auch ein bisschen schön positiv rausgehen am Ende. Ja. Und ich habe ja schon gehört, du hast dich mit Qualitätsjournalismus beschäftigt. Total. War mir nicht bewusst, bis du es gerade sagtest. Ich werde dazu noch Anekdoten von meinem Vater haben gleich, aber das machen wir alles nach und nach. Ja, ganz kurz zu diesem Format. Das ist, liebe Critical Community, das ist ein bisschen anders geplant, als ihr es gewohnt seid. Wir wollen hier keine 5 Stunden Ideologie-Hinterfragung am Stück machen, sondern wir wollen das alles so ein bisschen gestreamlined haben. Ja, der Kapitalismus holt uns auch ein. Wir müssen alles rationalisieren. Wir rationalisieren uns auch selbst sozusagen, ja, indem wir hier alles etwas gestreamlined machen. Wir wollen uns mit Sozialpolitik beschäftigen, mit Narrativen aus der Sozialpolitik und diese einordnen und kritisieren und meckern. Meckern wollen wir auch, ne, Nicole? Ja, auf jeden Fall. Ah, Toshi! Hallo, Toshi! Ja, da ist die Toshi, mit der spiele ich immer League of Legends. Und da muss sie sich meine Gefluche anhören. Ach, guck an. Jawohl. Ja, das wollen wir hier tun. Wollen wir direkt mal loslegen oder haben wir noch irgendwelche wichtigen Sachen zu sagen vorher? Ach, ich sehe es. Ja, vielleicht noch, dass wir alle 2 Wochen. Genau. Zu sehen sind, noch ein bisschen was, ne? Noch dazu. Und ich denke mal, so 1,5 Stunden peilen wir immer an. Genau. So, ja. Also wir haben gesagt, so 1 Stunde ist so Minimalziel, 2 Stunden ist Maximalziel. Und genau, dass wir da so uns dazwischen bewegen, dass wir hier schön euch ordentlich in 2 Stunden mit Infos vollballern. Genau. Nee. Also ähnlich. Ja, man darf auch nicht vergessen, das ist ja, wenn wir hier fertig sind, das haben wir auch schon, also ich kann nur für mich sprechen, das hatte ich im Critical Infinity auch. Ich mache ja nicht den Rechner aus und gehe direkt schlafen. Mich beschäftigen die Themen ja auch weiter. Und die belasten ja auch teilweise. Und auch um für das eigene seelische Wohlbefinden zu sorgen, finde ich maximal 2 Stunden. Dann sind es 10 Uhr und dann kann man noch ein bisschen was anderes Schönes machen und geht mit League of Legends spielen. Ja, ich spiele gerade Theme Hospital wieder. Oh, schön. Schön. Ja, total.
mag diese klassischeren Aufbauspiele tatsächlich gerne. Ja, eine Schwester bitte in die Pharmatheke. Ich liebe es sehr. Genau, deswegen haben wir uns für maximal 2 Stunden entschieden, damit wir auch noch ein bisschen Seelenfrieden am Abend bekommen. Ja, wir müssen ja am nächsten Tag auch immer wieder los. Darum könnt ihr euch auch schon mal eintragen. Der nächste Termin, liebe Critical Community, ist der 15.11. Wieder um 20 Uhr. Ist wieder ein Mittwoch. Oh, krass. Ist es jetzt immer ein Mittwoch, Nicole? Komisch. Das kann sein. Ja, ich bin in der IT, mit Logik habe ich es nicht so. Ah, Moment, verdammt. Ach, egal. So. Okay. Aber jetzt genug gescherzt, Nicole. Wollen wir mit deinem Stuff anfangen? Yes. Hast du den Artikel zum Teilen parat? Oder soll ich einfach außen so Freestyle? Ich mache hier Bildschirm teilen. Ah. Bla bla bla, erzählt mir hier irgendwas. Bildschirm teilen, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Und wir brauchen den hier. Zack. Wuff, und jetzt ist hier. Boah, ich hasse Fokus, ne? Fokus ist so furchtbar. Angesichts der geplanten Erhöhung des Bürgergeldes ist die Mehrheit der Deutschen. Dazu können wir gleich was sagen. Aber jetzt haben wir den Artikel hier. Genau, da kann ich kurz. Wie ich angeteasert habe, von einer qualitätsjournalistischen Website. Ja, es gibt nichts Seriöseres. Und jetzt, Nicole, die Bühne gehört dir. Ja, genau. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen. Und zwar geht es dort um ein Experiment bezüglich des Bürgergeldes. Man sieht da, das ist die Frau Gründel, sie ist 30 Jahre alt und hat zusammen mit ihrem Mann Manuel und ihren beiden Kindern, also die Kinder notgedrungen, die haben mal ein Experiment gemacht zur Einführung des Bürgergeldes und wollten wissen, kommt man mit dem Geld eigentlich aus? Und sie haben es 5 Monate laufen lassen. Sie sind, wie gesagt, 4 Personen, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Ich kann mich nicht erinnern, dass im Artikel stand, wie alt die Kinder sind. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie haben 2 Kinder und hatten im Monat zur Verfügung 1.585 Euro plus Miete. Sie sind auch so vorgegangen, dass sie das zusammen mit dem Jobcenter abgesprochen haben, weil sie wollten natürlich alles mit einbeziehen, was auch wirklich Grundlage ist, was an Zuschüssen kommt, damit sie wirklich das Geld zur Verfügung haben, was auch in der realen Welt einer 4-köpfigen Familie zur Verfügung steht. Und man konnte es auch eben schon in der Überschrift sehen. Wir hatten 500 Euro im Monat übrig. Uiuiuiui. Genau. Und ich muss als allererstes sagen, ich verstehe nicht, mit welcher Intention man so ein Experiment macht. Keine Ahnung, weil entweder unterhalte ich mich mit Menschen, die vom Bürgergeld leben und glaube ihnen, dass das eine ganz beschissene Situation ist, dafür muss ich kein Experiment machen, oder ich mache dieses Experiment, um zu zeigen, was stellen die sich denn eigentlich so an, das reicht doch. Also mir ist die Intention völlig schleierhaft, zumal du hast ja gar nicht die Bedingungen, die du hast, wenn du das Einzige, was dem ähnelt, ist das Geld. Der Rest ist absolut ausgeklammert. Du hast keine, und das ist ja das, was so auch auf deine seelische Gesundheit drückt. Das ist ein Experiment, das ist selbst gewählt. Du sagst selber, ach, in 5 Monaten ist Schluss. Du weißt beim Bürgergeld einfach nicht, wann ist Schluss, weil das auch nicht in deiner Realität Hand liegt. Nicht, nein. Genau. Das sind überhaupt keine Laborbedingungen, sag ich mal, um da irgendeine Realität widerspiegeln zu können. Was für eine, die Stichprobengröße ist 1. Ja. Ja, also, what the fuck. Ja, so, das ist weiter. N gleich 1, ist super signifikant. Du hast, wenn du dieses Experiment machst, du hast eine komplette Ausstattung zu Hause. Du hast wahrscheinlich, wenn vorher was kaputt war, du warst in der Lage, alles erneuern zu können. Wenn du länger im Bürgergeld lebst, du hast das Geld nicht, um Dinge erneuern zu können. Du musst einen Kredit aufnehmen.
der dir gewährt wird und musst den monatlich von dem bisschen, was du hast, auch noch zurückzahlen. Du hast also permanent Angst, etwas geht kaputt. Das ist in der Situation einfach nicht da in so einem Experiment. Du hast die volle Kontrolle im Experiment über die Situation. Die hast du beim Bürgergeld nicht. Du bist der Situation hilflos ausgeliefert, wirklich. Du liegst nachts im Bett und denkst, Scheiße, wenn morgen eine Rechnung kommt, was mache ich? Das lässt dich nicht schlafen. Du musst vielleicht sogar umziehen, weil die Wohnung, in der du lebst, zu groß ist. Das war ja, ich weiß nicht, wie groß die Wohnung der Familie ist. Ja, pass auf. Ja, pass auf. Das ist ja auch ein netter Trick. Sie haben 5 Monate gelebt mit dem Bürgergeld, weil nach 6 Monaten musst du nämlich umziehen. Ach, guck an. Ja, da würde ich gerne mal wissen, wie es ihr gegangen wäre, wenn sie dann auch noch den Stress gehabt hätte mit ihrer Familie, das eigene Heim verlassen zu müssen. Genau. Und also, man muss dafür ja auch nie vergessen, das ist eine, also soweit ich das gesehen habe, ich kann weiß jetzt natürlich nichts über deren Einkommensverhältnisse, aber ich meine, sie arbeitet allein in der Versicherungsbranche. Ich schätze, das ist stabile Mittelschicht. Ja, so. Mhm. Und wenn du dann als stabile Mittelschichtsfamilie aus welchen Gründen auch immer ins Bürgergeld fällst, dann hast du ja einen Stock an Sachen, die du erstmal noch hast. Deine elektrischen Geräte funktionieren noch, ne? Du hast keine, du hast Vorräte im Haus und all solche Dinge. Und kannst erstmal davon zehren eine Zeit lang. Spaßig ist es, wenn das erste Mal der Ofen kaputt geht. Und das kannst du dann vielleicht noch ersetzen, weil du konntest ja ein bisschen Geld zurücklegen, die ersten Bürgergeldmonate. Wenn dann aber irgendwann, keine Ahnung, die Waschmaschine kaputt geht, wird es schon brenzlig. Ne? Ja, so sieht's aus. Und man darf auch nicht vergessen, das bisschen, was du am Tag hast, um Lebensmittel zu kaufen, das geht am Anfang noch, aber irgendwann gehen auch deine Gewürze mal zur Neige. Und da musst du von dem, also es ist nur eine Kleinigkeit, aber du willst doch auch nicht deine Sachen nur mit Salz und Pfeffer würzen. Ja. Also man will ja auch ein bisschen Qualität in seinem Ernährungsplan haben. Ja. Und das sind halt, das fällt halt, je länger du drin bist, umso mehr sinkt einfach deine Lebensqualität. Deswegen, mir ist absolut unklar, wie man auf die Idee kommt, das als, und vor allen Dingen, sie hat das ja auch, so wie sie das beschreibt, das war ja eher wie so ein sportlicher Ehrgeiz. Mm, und den, du hast, wenn du ein Bürgergeld bist, keinen sportlichen Ehrgeiz. Du machst mit dem Leid anderer Leute hier ein Sportevent. Also das ist halt auch schon auf der moralischen Ebene für sehr fragwürdig. Du hast aber jetzt mehrfach eine Frage gestellt. Und zwar, was kann die Intention dahinter sein? Ich kann dir zumindest eine Theorie anbieten. Mhm. Radikale Bürgerlichkeit. Unsere Bürgerlichkeit und unser bürgerliches Milieu definiert sich ja durch so ein Wertegemisch aus Liberalismus, aber auch aus protestantischer Arbeitsethik. Und da findest du ganz viel protestantische Arbeitsethik drin. Fleiß und Sparsamkeit, vor allem Sparsamkeit. Sparsamkeit. Ganz, ganz dicker Wert bei den Protestanten. Ja, du sollst sparsam sein und viel arbeiten. Jetzt arbeitet sie als Bürgergeld-Hobbyfrau. Kann man das so sagen? Bürgergeld-Hobby? Wahrscheinlich gerade nicht, aber den Fleiß, den lebt sie noch, ganz dolle, in Form von dieser Sparsamkeit, von diesem sportlichen Ehrgeiz. Ne? Mhm. Es muss ihr ja bei der Prämisse im Grunde darum, das war ja mit Sicherheit kein offenes wissenschaftliches Experiment, so mit der Idee, wie es ausgeht, geht es halt aus und dann nehmen wir das Ergebnis und akzeptieren das. Sondern die wird eine Prämisse gehabt haben. Und die Prämisse wird doch wahrscheinlich gewesen sein, zu zeigen, dass man doch sehr einfach mit Bürgergeld klarkommen kann, wenn man nur will. Ja, und da sind wir wieder bei der liberalen Komponente. Ja, wenn du willst, dann kannst du auch. Ja, ich kann nicht mit Bürgergeld leben, wohnt in der ich will nicht mit Bürgergeld leben Straße. Oh, das war clunky. Ja. Das ist so diese bürgerliche Ideologie, die sich da breit macht. Ich wollte ganz kurz eine Frage aus dem Chat beantworten. Ich muss über einige Details noch mit Patrick und Human und so sprechen, wie wir das machen, wenn wir das uploaden auf YouTube, wenn das als Podcast-Feed kommen sollte oder so, sagen wir euch selbstverständlich über die sozialen Netzwerke und über Discord Bescheid. Ja? Es stehen noch nicht alle Details. Das ist noch in den Kinderschuhen. Wir arbeiten noch. Ne?
wir erweitern das noch. Wie so ein Service-Game, so nach und nach. Ja, sehr schön. Ja, also ich kann dazu nur sagen, es ist, Bürgergeld zu bekommen, das ist echt ein schweres Schicksal. Und mit so einem Schicksal, das ist nichts, was man ausprobieren sollte als Happening. Und so habe ich diesen ganzen Artikel gelesen. Ich fand es wirklich super unangenehm. Ich habe mich wirklich fremdgeschämt, dass jemand das so ausprobiert, um dann am Ende zu sagen, ach ja, wir hatten jeden Monat und dann, was haben Sie da? Das haben wir in unser Haus gesteckt. Wo ich denke, das Haus hättest du nicht mehr. Ja, wirklich. Das ist noch nicht mal Ihr Haus, das ist das gemietete Haus. Die haben erstmal dem Vermieter mit dem gesparten Geld noch ein Geschenk gemacht, indem sie da Renovierungsarbeiten gemacht haben. Unglaublich. Also da hat jetzt gerade die Gesellschaft dem Vermieter schöne Renovierungssachen bezahlt. Also das kann man auch mal. Bela Funk hatte eine Frage. Stand das vielleicht in dem Artikel, weißt du das? Wie sie das genau geregelt haben mit der Teilhabe, Freizeit, Bildung und so? Das Bürgergeld ist ja so gesplittet in so... ich glaube nicht, dass es da drin stand. Ja, okay. Ja, ich hatte tatsächlich, ich gebe zu, ich habe versucht, mir ihren TikTok-Content anzuschauen, aber ich konnte es nicht lange. Ich habe anderthalb Videos durchgehalten. Jetzt ist sie in so einer Opferrolle, weil sie wird wohl auch in den sozialen Medien angegangen. Das halte ich übrigens für falsch. Also bitte kommt jetzt nicht auf die Idee, dieser Frau da irgendwie bei TikTok Hassnachrichten zu schicken. Die Community macht das nicht, ne? Aber ich sag's einmal pro forma. Das ist scheiße, sowas, aber ich finde es trotzdem irgendwie geil, dass sie nach so einem Experiment sich jetzt hinstellt und so Opfervideos von sich bei TikTok hochlädt, wie böse doch die Welt ist. Also hätte man sich vorher denken können. Also noch zur Frage von Bela. In dem Artikel steht, dass sie ihr Leben so gelebt haben wie vorher auch während der 5 Monate. Ich nehme an, das bezieht sich auch auf etwaige Hobbys. Wobei, wenn du irgendwas hast, wo du einen Jahresbeitrag zahlst, den, ne? Ja, eben. Also das ist halt, aber das fällt ja und genau unter das, was wir gerade schon gesagt haben. Wenn du ins Bürgergeld kommst und die ersten Monate da drin lebst, zehrst du ja noch von deinem normalen, in Anführungszeichen, Leben davor. Du zehrst von deinen Rücklagen, von deiner, womöglich von deinem Dispo sogar, du zehrst von deinen, von dem Vorhandensein deiner technischen Geräte und du zehrst mit Sicherheit auch davon, dass bestimmte Beiträge schon bezahlt sind für bestimmte Dinge. So. Und auch von Lebensmitteln, von allem, was du noch an Konserven und Sonstiges im Schrank hast, das wird mit zunehmendem Zeitraum, der vergeht, auch immer weniger werden. Ich teile mal kurz was anderes, damit die Leute da nochmal einen Überblick bekommen. Aber wie ist denn das jetzt, Nicole, mit dieser, also ich meine, ganz ehrlich, über die Dame können wir uns jetzt den ganzen Tag ärgern. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist nicht das eigentliche Problem, oder wie siehst du das? Ach so, nein, das ist nicht, nein, die Dame ist nicht das Problem, nein, natürlich nicht. Also das Problem ist einfach, dass wir Menschen mit einem Bürgergeld in eine so furchtbare Situation bringen, dass sie wirklich nachts nicht schlafen können, weil sie einfach von Sorgen gequält werden. Ja. Es bringt dir wirklich eine Sicherheit, wenn du ein finanzielles Polster hast. Du kannst besser schlafen, wenn du weißt, du hast was auf der hohen Kante. Wenn was kaputt geht, du kannst es bezahlen. Wenn du Herr deines Lebens bist oder Herrin, das bist du im Bürgergeld einfach nicht. Ich hatte das mal in einem anderen Critical-Format gesagt. Da haben wir, glaube ich, da habt ihr über, genau, du warst, ich glaube, war das eins der ersten Formate, da warst du, Dave. Da ging es, glaube ich, ne? Ah, du weißt es sogar noch, sehr, sehr schön. Und da habe ich gesagt, du wirst halt von einem Subjekt zum Objekt. Und ich habe auch mal Bürgergeld bekommen. Und ich habe mich nicht mehr als Subjekt, als Individuum wahrgenommen, sondern ich war auf einmal ein Objekt. Ja. Es wurde bestimmt, wann ich wo zu sein habe, wo ich mich zu bewerben habe. Du hast das Gefühl, du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Leben. Ja. Der wird... diese Autonomie wird dir einfach genommen. Also deswegen, die Dame ist nicht das Problem, sondern dass das Bürgergeld zu niedrig ist.
Das Bürgergeld ist das zu niedrig und dass das mit so einer schwarzen Pädagogik daherkommt. Ne? Also sogar das Bürgergeld, man muss fairerweise sagen, das Bürgergeld, die Idee hinter dem Bürgergeld ist ja eigentlich durchaus eine Abkehr von Hartz IV. Also, dass man jetzt versucht, auch Leute zu aktivieren. Wir haben Fachkräftemangel. Ja, dass man jetzt so Leute wie mich in jetzt, ich bin ja jetzt in der IT-Umschulung, ja, dass man so Leute wie mich da reinsteckt, in der Hoffnung, so, da in 2 Jahren kriegt die Gesellschaft wieder den Gain da draus, so, weil diese Leute haben dann einen guten Ausbildungsberuf, den sie ausüben können, ja, und dann profitiert die Gesellschaft davon und die Person profitiert hoffentlich davon, so. Aber bis dahin war halt Hartz IV und Hartz IV hatte, man muss, darf diese Zeit nicht unterschätzen, fast 20 Jahre lang eine Ideologie der schwarzen Pädagogik. Das heißt, wenn jemand den miesen Callcenter-Job nicht annehmen wollte, dann wurden ihm 30% Leistung gekürzt. Das geht im Bürgergeld heute theoretisch immer noch übrigens. Ja, und da, das ist das, was ich meinte. Das Bürgergeld hat gute Ansätze, aber kehrt nicht komplett ab von dieser Hartz-IV-Geschichte. Und dann kommt halt noch die personelle Frage dazu. Habe ich mal mit einer bekannteren linken Politikerin drüber gesprochen. Und den Punkt fand ich ganz spannend. Die sagte, das Problem mit dem Personal in den Ämtern ist doch, dass die jetzt 20 Jahre Hartz IV geprägt sind. Also denen wurde 20 Jahre alle möglichen Narrative über Arbeitslose erzählt, damit sie genau diese schwarze Pädagogik umsetzen. Und jetzt kommt plötzlich das Bürgergeld und man hat aber das gleiche Personal wie vorher. Und da werden nicht alle sofort jetzt umschwenken im Kopf und sagen, ha, jetzt bin ich aber der gute, progressive, aufgeklärte Berater. Sondern viele werden erstmal genau den Scheiß machen, den sie vorher auch gemacht haben. Sie wollen nicht in der Gastronomie arbeiten? Dann schicke ich sie erstmal zum Amtsarzt, ob sie können. Und wenn sie können, dann gibt's Sanktionen. Ja, so. Und dass diese ganze Geschichte mit der freien Berufswahl wird dir einfach aberkannt, wenn du da in dem Bereich, wenn du da einmal drin bist. Du hast aber keine wie ist das denn? Aber die haben wir doch grundgesetzlich geregelt. Wie kann das denn das einfach aushebeln? Das kann ich dir nur in Theorie beantworten, weil das weiß natürlich wieder keiner sicher. Aber eine Sache ist die: Das SGB II ist, wenn das jetzt ein normales Buch wäre, so ein Brecher. Das ist im Grunde dicker als die Bibel. Das SGB II ist so kompliziert verfasst, dass sogar Volljuristen Schwierigkeiten haben, da durchzusteigen. Das heißt, wenn du da jetzt als Sachbearbeiter bist, dann hast du eine juristische Ausbildung in der Regel. Also die meisten, die so ein duales Studium machen für Sachbearbeiter bei der Agentur oder beim Jobcenter, machen eine Ausbildung, die ist zu 90% juristisch und dann kommt noch ein bisschen Soziologie mit rein. Ja, so. Das weiß ich, weil ich mich da mal beworben hatte und im Bewerbungsgespräch saß. Ja, so. Und also das sind auch Juristen. Alleine schon müssen sie ja schon sein, um überhaupt mit so einem Wust an Gesetzen klarzukommen. Aber dieses SGB II ist so kompliziert, dass es sogar Volljuristen schwerfällt, das zu verstehen. Und das ist, glaube ich, der ganze Trick dahinter, weswegen eben es auch grundgesetzmäßig unter den Tisch fällt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob es da schon Klageversuche gab, Urteile gab. Das würde ich mal mir aufschreiben, dass ich das mal zum nächsten Mal in 14 Tagen recherchiere. Weil der Frage können wir tatsächlich mal nachgehen. Ich finde, das ist eine interessante Frage. Ja. Aber man sieht ja auch, wurde ja auch im Chat schon geschrieben, das ist ja wirklich komplett an der Lebensrealität vorbei. Alleine das Bildung, da hat sie noch nicht mal 2 Euro. Was kriegst du denn für 2 Euro? Oh, da hatte ich eine geile Twitter-Diskussion gestern und heute früh mit so einem Typen. Ach was. Der hatte unter dem Ich bin armutsbetroffen Account, der Account ist super, der macht immer so manchmal so ein bisschen scharfe, spitzzüngige Fragen stellt er und er hat gefragt, ihr habt 1,81 Euro für Bildung, was kauft ihr euch? Ja, so. Und die Leute haben halt sowas drunter geschrieben wie, ich spare 6 Monate auf ein Buch oder so. Ja. So. Und dann war natürlich lockt sowas auch immer Leute aus dieser rechten oder rechtsliberalen Bubble an und da kam irgend so ein Typ und schrieb, ja, Abendgymnasium ist ja umsonst und irgendwie so ein Scheiß. Ja,
Da habe ich ihm erstmal geschrieben, dass ich am Abendgymnasium war und dann mein Abitur gemacht habe und allein der Taschenrechner, den wir für den Mathe-GK brauchten, 106 Euro gekostet hat. Ja, aber das war... Ich kann das gerade noch nicht mal ausrechnen ohne diesen Taschenrechner, wie viele Monate du dann auf ja, wie viele Monate? 1,81 Euro. Ja. Ja, so. Und ich war ja nicht im Bürgergeldbezug, ich war ja, ich habe ja Teilzeit gearbeitet, 30 Stunden, beziehungsweise am Anfang noch Vollzeit und später dann Teilzeit. Oh, warte mal, hier ist ein guter Kommentar nochmal. Hi, Finkulasa, ja, die Urheberin des Ich bin armutsbetroffen Hashtag. Einmal Applaus im Chat. So, wo war ich stehen geblieben? Verdammt. Du warst, dass du erst Vollzeit und dann halbtags gearbeitet genau, hast. Und auf dem genau, das heißt, ich war ja gar nicht im Bürgergeldbezug, zumindest nicht voll. Ich bekam halt ein bisschen Aufstockung später. Ich konnte mir diesen Taschenrechner dann gerade so leisten mit meinem Mindestlohnjob. Ja, 106 Euro ist aber auch bei einem Mindestlohnjob ein fetter Batzen Geld. Ja, das ist, du musst überlegen, wenn du zu der Zeit hatte ich so um die 1000 Euro netto raus, ein bisschen mehr, das ist ein Zehntel von deinem Netto für den Monat. Ja, mal eben. Ja, das kalkulierst du sonst für Essen ein und so. Das, ne? Aber so viel dazu. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich hatte da eine nette kleine Diskussion, habe den Herrn aber inzwischen auch blockiert. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das vielleicht ein Troll war, weil, weißt du, diese trollige Art zu argumentieren, zu diskutieren. Aber es ist, glaube ich, kein Verlust, so oder so. Naja, Nicole, ich habe noch ein anderes Problem ausgemacht. Oh Gott, noch eins, was denn noch? Warte, ich gieße eben meinen Tee zu Ende ein. Den guten ja. Ingwer mit schwarzem Pfeffer kann ich sehr empfehlen. Sehr lecker. Pass auf, ich muss wieder meinen Bildschirm teilen. Ja, alle hier, der ganze Chat, ihr passt alle auf. Ihr seid super. So, mal eben meinen Bildschirm teilen. Wieder mal. Ja, ich habe verstanden, dass die... Ich zeige euch mal meine Suchergebnisse zu den Begriffen Fokus und Bürgergeld. Vierköpfige Familie, Bürgergeldexperiment, das hatten wir gerade, ne? Bürgergeld, in manchen Monaten haben wir die Hälfte übrig, ist derselbe Artikel. Bürgergeld statt Mindestlohnjob, wann sich Arbeiten noch lohnt. Tausende Bürgergeldbetrüger werden bestraft. Millionen! Ja, Tausende, vor allem Tausende ist, wenn wir bedenken, wie viele Menschen in diesem Land Bürgergeld beziehen, ist Tausende noch nicht mal viel. Ja, so, das ist nicht mal viel. Aber das ist halt eine absolute Zahl, das ist der Trick, ne? Absolute Zahlen klingen immer krasser, als ja, wenn man total. Jetzt sagen würde, 0,3% der Bürgergeldbezieher ist womöglich kriminell. Nee, es sind Tausende. Es sind Tausende, Trilliarden. Ach. Ja. Wer für Bürgergeld seinen Job kündigt, das ist mal ausnahmsweise ein relativ okayes Ding, wer für Bürgergeld seinen Job kündigt, tappt in 5 Armutsfallen. Ach ja? Was. Ja, okay, da waren sie ausnahmsweise mal ehrlich. Ne? Lohnt sich Bürgergeld mehr als Arbeit? Bürgergeldfamilie lebt von 1.754 Euro. Bargeld löst Hartz IV ab. Bürgergeld, nicht Bargeld. Bargeld löst Hartz IV ab. Endlich Geld. Bürgergeld löst Hartz IV ab. Ne? Bürgergeld statt Arbeit. Reinigungsfirmen schlagen Alarm. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Diese geile Pseudo-Umfrage, wo Reinigungsfirmen in ihren Unternehmen Umfragen an die Mitarbeiter verteilt haben. Und dann haben einige Mitarbeiter oder relativ viele gesagt, ja, ich würde vielleicht für Bürgergeld meinen Job aufgeben. Was ja faktisch gar nicht möglich ist. Weil, wenn du jetzt kündigst und dann gehst du zum Jobcenter und sagst, ich will Bürgergeld, dann sagt das Jobcenter hier erstmal 3 Monate Sperre, du Honk. Genau, ja? Was kannst du kündigen? Ja, also das ist auch so ein dümmliches Narrativ aus dieser furchtbaren, wie soll ich es denn, ja, dümmlich wollte ich, Entschuldigung, den Begriff wollte ich eigentlich nicht sagen, das ist ableistisch. Manchmal rutscht mir sowas noch raus. Aber das ist halt auch so ein furchtbares Narrativ aus dieser rechten Bubble, ne? Bürgergeld von den geplanten Erhöhungen, lohnt es sich überhaupt noch arbeiten zu gehen? Jetzt schon der dritte Artikel mit dieser Art Titel, ja? Bürgergeld reicht nicht. 63-Jähriger lebt letzte Tage, was steht hier? Ab dem 20. nur noch von Kaffee. Ja, da sind sie ausnahmsweise dann mal ehrlich, ne? Aber ich glaube, wir haben unterm Strich, sehen wir, Fokus macht da schon ordentlich Trabatz, ne? Ordentlich Krawall beim Thema Bürgergeld. Das ist schon eine ganz schöne Kampagne, die da fahren. Ja. Ja, und ich finde es unglaublich, weil, also, du kannst
das niemanden wirklich gefühlsmäßig nahebringen, der nicht selber mal in der Situation war. Du kannst es nur beschreiben und ich weiß nicht, inwiefern die Autoren und Autorinnen dieser Texte überhaupt mal in der Situation waren. Nicht für sich selbst so, das kommt ja dazu, du bist ja in der Situation, du kannst ja nicht für dich selbst sorgen, du bist erwachsen und kannst es nicht. Das ist wirklich furchtbar. Und dann so Artikel, das ist mir völlig fremd, über Menschen so zu urteilen. Als denen geht's schon scheiße genug. Ja. Und dann musst du noch sowas über dich selbst lesen. Also. So ist es. So ist es. Eine kleine, ich würde kurz mal gerne was beantworten, nämlich der Sebastian fragt, wie sieht es mit den anderen Medien aus? Nicole und ich haben darüber schon mal gesprochen. Wir werden sehr wahrscheinlich noch mal irgendwann eine Folge machen, in der wir uns generell mit dieser ganzen Geschichte Poverty Porn und der medialen Darstellung von armutsbetroffenen Menschen beschäftigen werden. Und da wird halt, kann ich halt jetzt schon spoilern, ich sage mal, Fokus, Springer, RTL, RTL 2 werden wahrscheinlich nicht so gut bei uns wegkommen. Spoiler. Aber vielleicht auch doch. Überraschung, ja? Lasst euch überraschen. Ich lasse euch mal mit diesem Cliffhanger. genau. Ach, guck mal, das ist übrigens auch ein super Punkt von Dorpinsel. Diese ehrlichen Texte dienen der Abschreckung. Nur deswegen sind die da ehrlich. Ich vermute keinerlei Systemkritik hinter diesen ehrlichen Texten. Und das finde ich eine gute Interpretation. Also diese zwei, drei, die wir hatten, wo ich gesagt habe, okay, da sind sie halt mal ehrlich. Ja. Ja. Sebastian hat hier noch einen wichtigen Punkt, ja, die Medien sind auch nicht gerade für tolle Arbeitsplätze bekannt und das ist true, ja. Mhm. Kleiner Funfact, wer sich für Games interessiert, beim Auf ein Bier Games Podcast hatten sie einen großen Lohnreport von Spielejournalisten jetzt, lohnt sich zu hören. Da würde ich halt generell sagen, das stimmt. Wir haben halt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also, das Ding mit Hartz IV ist ja, dass es für ein stagnierendes Lohnniveau bis tief in die Mittelschicht gesorgt hat. Menschen verhandeln weniger Gehalt, weil sie selber Angst haben, dass sie irgendwann mal in Hartz IV oder jetzt Bürgergeld landen könnten. So. Und das heißt, ein schlechtes Sozialsystem sorgt dafür, dass es allen schlechter geht, im Grunde. Das sehen wir in den USA. Da ist das Sozialsystem super mies, da haben wir Trailerparks für Arme. Ja, so. Und Mittelschichtler haben drei Jobs. Und das ist das grundsätzliche Ding. Und das würde ich schon auch so einem Fokus-Redakteur, der wahrscheinlich selber in einem schlecht verdienenden Hustle-Job steckt, ankreiden wollen, dass er das vielleicht mal reflektiert. Dass er selber die Arschkarte zieht, weil wer weiß, vielleicht hat er morgen Burnout und ist selber auf Bürgergeld angewiesen. Ja? Hat dann die eigene Stimmung gegen ihn selbst geschaffen. Ja, es gibt ja auch, also es gibt ja auch diesen, der immer wieder auftaucht, diesen ehemaligen Versicherungsvertreter, der immer wieder bei Bild und so auftaucht und immer und sagt, er kommt mit dem Hartz IV, war es damals noch, er kommt damit super aus und er weiß gar nicht, wie die Leute da so schlecht drüber reden können und so und die sollen sich alle mal nicht so anstellen. Und er leistet ja auch nichts mehr für die Gesellschaft, also da ist halt noch dieser protestantische Leistungshabitus ganz tief in dem drin, ja. Er leistet ja auch nichts mehr für die Gesellschaft, deswegen kann er ja froh sein, dass da überhaupt ihm jemand Geld gibt, sozusagen. Ja, ah, dass so, er nicht verhungern muss. Dass er nicht verhungern muss, ja. Mhm. Sei es, wie es ist. Nicole, hast du noch was zu diesem Artikel? Nee, da habe ich nichts mehr zu, außer zusammenfassend zu sagen, du kannst einfach die wirkliche Lebensrealität, das wirklich menschliche Schicksal nicht in einem Experiment nachbilden, weil einfach die komplett emotionale Seite, die kannst du nicht imitieren, die kannst du nicht konstruieren. Das funktioniert nicht. Und das ist auch ein unglaublich wichtiger Faktor beim Bürgergeld. Es geht ja nicht nur um das Geld, sondern es geht auch um die Ängste, die Sorgen, alles, das Selbstwertgefühl, all das, was damit zusammenhängt. Und das kann ich mir, ich kann da auch nicht sagen, ich stelle mir jetzt mal vor, mein Freund trennt sich von mir und dann sehen wir uns jetzt 5 Monate. Ich kann das emotional nicht konstruieren, das funktioniert nicht.
Ja. Deswegen halte ich von diesen Experimenten überhaupt nichts. Menschliche Schicksale, da sollte man keinen Wettbewerb draus machen. Wie viel Geld haben wir denn am Ende übrig? Ich finde es moralisch verwerflich, sowas zu tun. Und wenn sie wirklich daran interessiert ist, kommt man damit aus oder nicht, dann rede mit Menschen, die in der Situation sind, hör dir ihre Geschichte an und glaub ihnen einfach. So ist es. Das werden wir ganz am Ende, haben wir da auch noch eine Kleinigkeit. Da werden wir auch noch was einspielen. Und wir hatten ja eh schon vorne, dass wir ab und zu uns auch mal Gäste holen. Und da würde ich sagen, da holen wir uns auch auf jeden Fall Leute, die selbst betroffen. Ich meine, ich bin auch betroffen, aber trotzdem noch Leute, die selbst betroffen sind, damit die mal hier auch was sagen können, wie es wirklich ist. Ja? Das ist halt das Problem bei so einer Fokus-Kampagne. Jetzt gibt es noch einen Punkt. Ja. Also ich habe ja auch mal Hartz IV bekommen. Und das hat mich so geprägt, dass ich da immer noch Spuren von in mir habe. Und das ist auch etwas, das kann sie nicht simulieren. Allein wenn ich sehe, da ist was im Briefkasten. Ich erschrecke mich immer noch. Und das hat Esther, ich grüße Zinnoberette, falls sie gerade im Chat ist. Sie hat zu mir gesagt, Nicole, immer wenn du erzählst, du hast was gekauft, sagst du immer, das war reduziert. Und da habe ich gedacht, boah, krass, stimmt. Also ich rechtfertige selber noch Käufe, die ich jetzt mache, damit, das war in Ordnung, dass du dir die paar Schuhe gekauft hast, die waren reduziert. Ja, und das sind Spuren, die du einfach in dir hast. Die kannst du mit dem das Experiment ist zu Ende und dann ist halt auch die Episode abgeschlossen. Aber wenn du einmal in Hartz IV warst, das formt dich einfach. Das so ist es. Ist so. Ich hatte das letztens auch. Also es geht mir ja im Moment ganz okay. Ich bin weit entfernt davon, reich zu sein, aber dadurch, dass ich diese Umschulung mache, bekomme ich hier in Dortmund, ich weiß jetzt nicht, in welchen Orten das überall geht, bekomme ich nochmal etwas mehr Geld als andere Leute, die im Bürgergeldbezug sind, als Anreiz, sagen sie. So, finde ich auch wieder eine ganz schwierige, also ich finde es gut, dass Leute mehr Geld bekommen, aber es ist wieder eine ganz schwierige Trennung, weil ich habe ja nun im Grunde nicht mehr Bedarf als andere Menschen, die im Bürgergeldbezug leben. Aber lassen wir das erstmal so stehen. Auf jeden Fall will ich sagen, es geht mir gerade nicht ganz so schlecht. So, und ich bin ja eh jemand, der mit sehr viel schwarzem Humor damit einfach auch umgeht mit dem Scheiß. Und dann habe ich jetzt bei Steam ein Spiel gesehen, das war stark reduziert, aber war halt auch reduziert immer noch irgendwie 40 Euro oder so. Das ist immer noch viel Geld für mich. Und dann habe ich in zwei, drei Chatgruppen bei mir mal gefragt, soll ich es jetzt kaufen oder nicht? Und ich bin bis jetzt immer noch nicht entschlossen, ob ich es mir kaufe oder nicht. Ich kann es einfach nicht einfach mal sagen, so diese 40 Euro für das Spiel, mit dem ich sicherlich 50, 60 Stunden Spaß haben werde, kann ich mir gerade... Also kann ich nicht einfach so mal eben raus der Hüfte ausgeben. Ja, geht nicht. Also es ist einfach, da ist so eine mentale Sperre. Meistens warte ich darauf, bis die Sachen so absurd reduziert sind, dass es schon wieder peinlich ist zu sagen, dass man das gekauft hat. Ja. 5,99 oder sowas. Ja, die berühmte Fuck it-Grenze. Also genau. Aber dein Punkt, klar, das prägt total. Ich hatte ja auch Phasen, wo ich dann Vollzeit mit zwar wenig Lohn, aber trotzdem Vollzeit gearbeitet habe. Der Lohn war da zu wenig, aber das Leben war in der Zeit stabil. Und selbst da ist dann sowas wie, lass uns doch mal das Wochenende weggehen. Erstmal so, ja, wohin denn jetzt? Ach, da willst du hingehen? Das ist aber ganz schön teuer. Weiß ich nicht, ob ich damit kann. Obwohl es theoretisch gehen würde. Ja, aber es ist halt so ein, man ist so geprägt davon, dass man das lange nicht hat machen können. Ja, ja. Ich habe das doch heute noch, wenn ich mir einen Kontoauszug anschaue, dass ich immer denke, ich vermeide das eigentlich immer noch, obwohl es nicht im Minus sein kann. Aber ich habe immer noch Kontostand, ist für mich immer so. Ja. Kontostand ist immer, da kriege ich auch immer, selbst wenn ich weiß, dass es eigentlich gut reicht noch bis zum Monatsende, sitze ich da immer und wenn ich dann im Moment komme ich, wie gesagt, ganz gut klar. Und wenn ich dann so am 18., 19., das ist normalerweise immer die Zeit, wo es langsam eng wird, und im Moment bekomme ich ein bisschen mehr Geld, das heißt, ich komme ganz gut klar. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf gucke und sehe, oh, da ist jetzt aber noch, das geht jetzt aber eigentlich noch. Und trotzdem auf der anderen Seite kommt dann wieder der Teufel sozusagen von der anderen Schulter und sagt, ja, aber was, wenn jetzt noch eine Rechnung kommt? Aber was, wenn du jetzt irgendwas vergessen hast zu überweisen? Aber was, wenn dies, das, ne? Ja. So.
Und das ist tatsächlich, das, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, prägt dich das wahrscheinlich dein Leben lang. Ja. Ja? Ja. Also, als ich das erste Mal richtig Gehalt dann hatte nach Hartz IV, ich habe super auf meinen Kontostand abgerufen, weil ich immer dachte, das geht wieder weg. Ich war das gar nicht gewohnt. Ja. Das war für mich, ich habe das permanent kontrolliert, ob da noch genug drauf ist. Das ist wirklich, also was man mit Hartz IV, was man mit Bürgergeld Individuen und ihrer Psyche antut, das ist wirklich ganz schlimm. So und da spricht, da lese ich keine Artikel drüber, sondern ja, ne? Wenig, ja. Also es gibt natürlich Seiten, zum Beispiel gegen Hartz IV und so, die halt auch immer wieder sowas thematisieren, aber von den großen Medien liest du da wenig drüber, ja. Also selbst, ich habe ja mal so eine Doku mitgemacht für das ZDF, das werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal tun. Also die Journalisten waren cool, die sind gut mit mir umgegangen. Das war unterm Strich eigentlich eine gute Sache. Aber am Ende war es halt doch wieder so eine Poverty-Porn-Geschichte. Zwar mit einer anderen Tonalität als bei RTL 2. Ne, RTL 2 setzt auf Skandalisierung. Diese Sendung setzte eher so, hatte schon den Anspruch zu zeigen, guck mal, so geht es Leuten, die arm sind. Aber dann eben wieder mit dieser Emotionalisierung und so. Und ich hätte halt einfach mal, dass diese Dinge viel stärker, dass man Betroffenen nicht auf der einen Seite zuhört, aber das Ganze dann auch viel stärker auf der Sachebene belässt, ja, uns nicht mit trauriger Dudelmusik ständig darstellt, so, ja, sondern einfach mal die Sachebene, so, das ist das, was die Leute bekommen, das reicht zum Leben nicht, wissenschaftliche Studien belegen das, Punkt. So, und das wissen wir ja inzwischen auch, da ist ja nun wirklich wenig Raum für Diskussion eigentlich. Also alles, was da noch diskutiert wird, kommt aus so einer bürgerlichen Moral heraus. Aber gut. Nicole. Dave. Es sah aus, als wenn das Bild eingefroren wäre. Ich bin noch nicht eingeschlafen. Nicole, wollen wir mal zu unserer besonderen Aktion gehen, die wir jetzt in jeder Folge machen wollen? Yes. Ja, yes. Wir wollen wieder etwas ausgraben. Eine schöne Tradition aus dem deutschen Qualitätsfernsehen. Ja, ich spiele einfach mal den kleinen Trailer dafür ab und dann sprechen wir darüber. Bis gleich. Unverfänglichen Thema, da kann nun wirklich nichts schief gehen. Unsere Wahl zum Liebling des Monats, meine Damen und Herren. Zum Liebling des Monats. Die Kandidaten für den Liebling des Monats. Und wir brauchen einen neuen Liebling des Monats. So, Nicole, wir wollen den Liebling des Monats wieder ausgraben. Yes! Was ist bei uns aber eigentlich der Liebling der zwei Wochen, oder? Der 14-tägige, aber wir lassen den Namen einfach so. Es klingt griffiger. Und auch in Gedenken an Harald Schmidts Leistung im deutschen Fernsehen. Jetzt ist er ja nur noch Rentner oder so, der sich manchmal irgendwie bei Zeitungen äußert und dann Shitstorms bekommt. Aber damals, ja, damals war er noch gut. Nein, tatsächlich, er war ein sehr starker Entertainer, aber er war, wenn man mal guckt, wie der ideologisch dasteht, aber das machen wir jetzt nicht. Nicole, hast du uns jemanden mitgebracht? Ja, ich habe den Namen wieder vergessen von der Dame. Ich weiß, oh, die Dame? Was hat die denn, dann beschreib doch mal, was hat die denn gemacht? Ja, ich weiß wieder ihren Nachnamen. Und zwar, aber ich sag erstmal, was sie gemacht hat. Sie hat mal auf Studierende geschaut. Ah. Ja. Oh, warte, ich glaube, ich war. War die von der FDP vielleicht? Meinst du, sie war? Ich glaube ja. Ich sehe da langsam ein Muster. Okay. Also, die war von der FDP. Hat die irgendwas zu tun mit dem Bereich Bildung? Ob sie was, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe nur den Artikel gelesen. Aber ich habe mich mit ihr jetzt inhaltlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Du? Ein bisschen. Die Dame ist bildungspolitische Sprecherin der FDP. Ach, das macht es ja noch schlimmer. Das macht sie noch mehr zu meinem Liebling. Ja, das ist Ria Schröder. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen Ria Schröder. Ich suche gerade mal hier. Nee, gar nicht wahr. Wo ist es denn? Bin ich jetzt doof? Gucken wir einfach mal hier, was wir da haben. Ja, hier. Zack. Ja, Ria Schröder. Ja,
gab einen großen Shitstorm auf Twitter, weil Ria Schröder erstmal ständig die Frage gestellt hat, warum gehen denn die faulen Studis eigentlich nicht arbeiten? Ja, so. Ja, Nicole, warum gehen die denn nicht arbeiten, die faulen Studis? Ja, weiß ich nicht. Die sind ja alle faul, oder was? Weil die faul sind, natürlich. Ja. Die schlafen ehrlich, doch mit mittags. Wann sollen die denn arbeiten ja, gehen? Und in der Vorlesung. Da. Und nach der Vorlesung. Und nachts. Und die schlafen nur. Die machen nichts. Das sind Schläfer einfach. Das sind Vollzeitschläfer. Ja, genau. Und wie Fikulasa schon richtig schreibt, das ist natürlich Bullshit, dass die den ganzen Tag schlafen, sondern 75% der Studierenden arbeiten bereits neben dem Studium, Frau Schröder. Ja. Aber Ria Schröder selber, Privatschule, Privatuni, auch noch so richtig edles Zeug, irgendwie so mit Beträgen von 1600 Euro im Monat und so. Aber naja, die anderen, die sollen halt arbeiten neben ihrem Studium, weil sie schlafen ja nur. Also diese 25%, die nicht schon arbeiten, glaube ich. Das versuche ich der Frau Schröder Logik zu unterstellen. Ich glaube, es funktioniert ja nicht. Ja, ich glaube auch, da, nee, das funktioniert nicht, Dave. Nee. Also ich war da sehr geschockt von. Ja. Von, oh, also das war. Also wirklich. Ah, sie hatte auch ein Stimme. Ja, gut, okay, dann. Ja, ja. Okay. Und dann habe ich so ein bisschen die Diskussion bei Twitter verfolgt und dann hat jemand, irgendein größerer Account, sie da kritisiert für ihr Verhalten und dann kam dann irgendwie sie am Ende so raus bei, ja, ich habe ja trotzdem hart gearbeitet. Ja, Ria, niemand bezweifelt, dass du auch in einem Stipendium hart arbeiten musst. Das ist nicht einfach, so ein Jurastudium mit Glanz zu bestehen, das bestreitet niemand. Aber zum Teufel nochmal. Du hast halt eine Zugang zu einem Privileg gehabt, das sonst niemand hat. Also wirklich. Das ist so, wie echt kann man denn so ignorant sein? Ja, und wie kann man so an der Lebensrealität der Studierenden. Also ich habe auch, nachdem ich den Artikel gelesen habe, habe ich auch sehr lange nachgedacht und mir ist nur ein einziger während meines Studiums eingefallen, von dem ich weiß, dass er nicht gearbeitet hat. Alle anderen haben gearbeitet. Ja. Also egal, ob als eine Freundin von mir hat als Krankenschwester gearbeitet. Boah. Ich hatte jemand anderen, ja, und dann auf der Intensivstation hat sie gearbeitet. Ein anderer hat an der Tankstelle gearbeitet, hat immer die Nachtschicht. Der kam direkt von der Nachtschicht in die Vorlesung. Mhm. Ich habe auch 4 Tage die Woche habe ich gekellnert. Ich hatte immer das Glück, ich hatte freitags keine Vorlesung und habe dann Freitag, Samstag, Sonntag gekellnert und hatte dann das Pech, alle, die sich am Wochenende trafen, um für Klausuren zu lernen, die haben sie halt ohne mich getroffen, weil ich war halt immer arbeiten. Ich habe auch teilweise Doppelschichten gemacht, habe erst tagsüber gekellnert und nach Schichtende bin ich in die Küche und habe dann als Spülhilfe weitergearbeitet. Also ich weiß nicht, Frau Schröder, was ist da schiefgelaufen? Ja, die Frau Schröder, also jetzt, wenn wir das jetzt mal vielleicht mal ein bisschen weniger sarkastisch betrachten, es ist halt die Ideologie des Milieus, in dem sie steckt. Also dieses Milieu redet sich ja ständig selbst ein, dass sie nur dort stehen, wo sie sind, weil sie besondere Leistungsträger seien. Sie sind fleißiger als alle anderen, sie sind leistungsbereiter, sie übernehmen lieber Verantwortung, das sind so die Narrative. Und würde sie jetzt anerkennen, dass ein Großteil der Studierenden da draußen schon arbeitet, um überhaupt über die Runden zu kommen, dann müsste sie ja anerkennen, dass deutlich mehr Menschen da draußen dieses besondere Leistungsträger-Niveau in sich tragen. Ja, es ist nicht nur ihre kleine Bubble, sondern es sind viele Menschen, die bereit sind, viel zu geben, um was zu erreichen. Aber da kannst du doch nicht ernsthaft die Augen vor verschließen. Also, ich bin ja auch immer wieder erstaunt, aber wir wundern uns ja auch schon nicht mehr über den Christian Lindner, der es keinen Tag schafft, irgendeinen Bullshit-Take rauszuhauen. Also, das ist die FDP, pass auf, man kann das ganz nüchtern betrachten. Ich sag mal kommunikationspolitisch, die FDP weiß, wenn man die gleiche Lüge einfach immer wiederholt und immer wiederholt und immer wiederholt, dann besteht eine Chance, dass die Leute das irgendwann glauben. Und das siehst du ja an der CDU. Die CDU hat zum Bürgergeld, als das damals kam, zig Fake News verbreitet. Und dann haben die Medien das ein bisschen aufgegriffen. Ja, Fokus, Springer und so. Und zack, was haben wir heute? Überall auf TikTok und so, diese merkwürdigen Märchen über das Bürgergeld.
Ja, diese Erzählung, ja, jetzt kannst du dich an die Hängematte legen und musst nicht mehr arbeiten. Ja, ich erinnere mich sogar an Ingo Zamparoni, der was übers Bürgergeld erzählt und hat im Hintergrund als Bild eine Hängematte. Eine Hängematte. Ja, absurd, oder? Und das ist genau das Ding. Das ist der Trick, den die FDP sich erhofft. Die gleiche Lüge immer wiederholen und irgendwann glauben die Leute das. Ja? Die Studierenden sollen alle arbeiten gehen. Impliziert, die meisten tun es angeblich nicht. Was natürlich Bullshit ist. Die tun, wissen wir ja. Ja? Wir kennen die Studien. So. Und wenn sie das einfach nur oft genug sagen, also auf der einen Seite erhoffen sie sich, dass die Progressiven, die dagegen sprechen, irgendwann müde werden und keine Lust mehr haben, dagegen zu sprechen. Und auf der anderen Seite, dass es irgendwann genug Leute gibt, die das einfach glauben. Ja, es gibt ja genug Menschen da draußen, die sich wirklich über Bildzeitungen und so informieren. Und die glauben den Scheiß dann. Und das wäre meine Erklärung. Also ansonsten ist Frau Schröder, also sonst kann ich ihr halt wirklich nur noch einen Mangel an der Fähigkeit zum logischen Denken unterstellen. Ja, und ich würde mir wünschen, dass Studierende arbeiten gehen, weil sie irgendwas haben, wo sie sagen, das macht mir Spaß, das ist cool, und nicht, weil sie sonst verhungern würden. Weil, oder das gibt mir einen Ausgleich zum Studium. Ja, genau. Weil dein Job als Student ist es, Student oder Studentin halt zu sein. Das ist dein Hauptjob. Das solltest du machen. Und das, wenn du es machst, ist das auch schon anstrengend und zeitfüllend genug. Und das ist dein primärer Job. Und alles, was du machen musst, weil du sonst deine Miete nicht zahlen kannst oder deine Heizung ausbleibt und du keinen Strom hast und nichts im Kühlschrank hast, das ist einfach scheiße. Das ist echt scheiße. Dann auch noch während des Studiums auch noch Geldsorgen zu haben. Es ist scheiße, das sollte nicht sein. So ist es. Und dann kommt noch dazu, dass nicht in vielen Universitätsstädten das Leben sehr teuer ist. Ja. Natürlich nicht in allen. Ja, es ist richtig. Ich weiß, dass es im Diskurs viele Leute sagen, ja, warum? Du musst ja nicht zwingend in Berlin studieren. In Berlin nur mal studieren will, weil die einfach, weißt du, du hast doch auch die freie Wahl, dir deinen Studienort zu suchen, sofern dich die Universität nimmt. Und so wie du eine freie Berufswahl hast, solltest du auch frei sein in der Wahl deiner Uni. Ja. Natürlich ist das nicht so deine eigene Entscheidung, aber wenn du mal die beste Uni für weiß ich nicht welches Fach in Berlin ist, und die da einfach spezialisiert sind. Oder wenn, ist es Bielefeld für Systemtheorie in der Soziologie, dann möchte ich, dass du als Student, Studentin die Möglichkeit hast, dahin zu gehen und dass es nicht ein finanzielles Hindernis ist, weil du dann einfach, das sollte einfach nicht sein. So ist es. Und da hast du halt, das Ding ist halt, du hast dann so ein gatekeepiges Milieu, das das vermeiden will. Also darfst halt nie vergessen, ne? Dieser Liberalismus, wie wir ihn heute haben, der speist viele seiner moralischen Werte noch aus dem Calvinismus. Und da hieß es, du bist dahin geboren worden, da wirst du auch dein Leben lang bleiben. Ja, also du kannst nur deinen Status quasi erhalten, indem du fleißig und so bist, aber du kannst nicht aufsteigen. Und das ist im Grunde dieselbe Idee, die viele dieser Liberalen haben. Die wollen ja gar nicht, dass andere aufsteigen. Weil dann müssen ja, keine Ahnung, die Kinder von Ria Schröder irgendwann, wenn sie da mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie welche hat, aber ja, da müssen ja die Kinder von solchen Leuten Konkurrenz haben mit anderen, ja, mit so Aufsteigern. Das will man ja nicht. Ja, das ist schon, das Milieu gehört denen, ja. So, das ist, da, das dürfen nur die, gute Studienplätze dürfen nur die bekommen. Ja. Also, Ria Schröder, unser Liebling des Monats, Nicole. Ja, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Sollten Nicole und ich mal unterschiedliche Lieblinge mitbringen, da müssen wir im Chat voten lassen. Ja, yes. Aber heute haben wir beide gesagt, das ist unser Liebling des Monats. Ja, das viel besser geht nicht. Jemand hat gerade geschrieben, Carsten Linnemann, aber Carsten Linnemann ist für mich der NPC. Des Monats. Der was? Was ist der ein NPC? Non-Player-Character. Ach so. Weißt du warum? Weil NPCs in Videospielen machen ja immer diese Atembewegung, dieses. Ach, ja. Und Carsten Linnemann, wenn er zuhört, da musst du mal drauf achten. Wenn der jemandem zuhört, macht er immer so. Ah, der bewegt sich immer hin und her. Vorne und zurück. Ja,
Ja. Das kenne ich nur von René Spitz, das ist irgendein Erziehungswissenschaftler. Das nennt man Hospitalismus, wenn du das so vor, wenn Kinder sich verlassen fühlen, damit sie wenigstens sich selbst noch fühlen. Oh Gott. Ich weiß. Da reden wir nicht drüber. Das war gerade nur, das fällt mir immer ein, wenn jemand das macht, dann denke ich immer an René Spitz. Ich habe noch einen, noch eine Kleinigkeit, bevor wir zum nächsten großen Thema gehen, zu Bernie Sanders. Der Namensgeber unseres schönen Formats Sozialklimbim, der bekommt natürlich auch die eine Auszeichnung, denn er wird unser Ehrenliebling auf Lebenszeit. Ja, fester lieber Platz Chat, im Herzen für immer. Applaus bitte, lieber Chat, für... Moment, ich muss meinen Button hier finden. Ja, das wird noch besser im Laufe der Zeit, ne? Das lernen wir noch. Das steigert aber gerade total die Spannung, Dave. Das steigert total die Spannung. So, wo ist er denn, der Gute? Ist es das? Ja, Applaus für ihn, den Frank, ja, den Schäffler Frank. Ja, ich möchte auch mich gar nicht so tief mit Frank Schäffler beschäftigen, weil Frank Schäffler ist so offensichtlich Lobbyist. Ich finde tatsächlich, wir sollten uns auch ein bisschen weniger an solchen Lobbyisten abarbeiten. Mhm. Ja, deswegen kriegt er jetzt einfach den Ehrenliebling. Er ist für immer auf Lebenszeit Ehrenliebling in diesem Format. Und ich glaube, mehr müssen wir zu ihm nicht sagen. Er ist der Mann, der Sozialklimbim geprägt hat. Ja, der uns motiviert hat, dieses Format zu machen. Danke, Frank. Ja, danke, Frank. Gott, ey. Nicole, bist du bereit für den bekannten US-Senator, den ich mitgebracht habe. Feel the Burn, ja. Feel the Burn, genau. Der Bernie, der war ja bei Jung und Naiv. Ich habe ein paar Clips rausgesucht, besonders vom Anfang des Interviews. Dieses Interview könnte man locker auch im Ganzen gucken und da gäbe es unfassbar viel Gesprächsstoff. Ich rege das nochmal an. Lieber Patrick, lieber Human, lieber Jens, lieber alle, die ihr Content bei uns macht, Max Martha vielleicht auch, das ist bestimmt ein interessantes Ding für progressive Kommunikation, das vielleicht euch nochmal anzuschauen. Ich habe jetzt erstmal folgenden Clip mitgebracht. Von Schäffler zu Bernie Sanders ist auch ein harter Schnitt, ne? Das ist sehr hart. Boah, dann machen wir jetzt mal das wie so ein Pflaster und ich klicke einfach. Called Young and Naive. This kind of sounds, if you read the book. Oh, warte mal. Ist das der erste? Jetzt steht das hier leider nicht. Warte mal ganz kurz. Nicht, dass der mir das durcheinander geworfen hat. Also gerade spricht, will er ihn auf sein Buch ansprechen, wenn das dein erster ist? Ich lasse einfach mal laufen, wir werden es dann sehen. Read what else you have to say about other issues. You seem kind of naive, like you hope for peace in the Middle East, you hope for overcoming capitalism. Are you naive? You think fighting for justice is naive? Apparently, because you haven't been successful in decades. Well, I think the alternative is cynicism. And cynicism is, in fact, a very destructive thing, I think, for human beings. It's not a way to live. If you don't have hope for the future, no matter what the obstacles may be, no matter what the successes you may or may not have, I think it's a very sad way to live, frankly. Okay, das war auch der, den ich wollte. Also er hat es offenbar in der richtigen Reihenfolge hochgeladen. Ich will ja hier so wenig gatekeepig wie möglich sein, deswegen fasse ich das mal kurz zusammen. Thilo fragt ihn, ob quasi eine progressive, hoffnungsvolle Sicht auf die Dinge naiv wäre. Perfektes Standbild, schreibt sie. Ja, stimmt, Thilo guckt da so gut in die Kamera. Also Thilo fragt, ob es naiv wäre, was Bernie Sanders so macht. Und Bernie sagt, naja, dass die Alternative ist Zynismus. Also, und Zynismus sagt, da bildet sich, wenn du keine gute Lebensperspektive hast, wenn du keine Möglichkeit hast, voranzukommen und so. Also, und ich fand das insofern ganz spannend beim Schauen, Nicole, weil hier unsere Bürgergeldtesterin, die wir gerade besprochen haben, das wäre so ein Fall für diesen Zynismus aus meiner Sicht. Ja, die hat sich schon zynisch in ihrem Leben eingerichtet, die weiß genau, die hat so ein Mittelschichtsleben, die kommt nirgendwo mehr hin. Der einzige Aufstieg, den sie vielleicht noch mal haben wird, ist vielleicht, dass das Haus ein bisschen größer ist oder ein zweites Auto vor die Tür kommt oder so. Ja, das ist das Einzige, wo sich noch mal was bewegen kann. Ansonsten ist das Leben ein stetiger Struggle, ein stetiges sich abstrampeln um den Erhalt dieses Status quo.
Und, da sind wir wieder beim Calvinismus angelangt. Ne? Da sind wir wieder beim Calvinismus angelangt. Und das würde, ich finde, das passte so gut. Bernie beschreibt ganz genau diese Leute, die da einfach nur noch zynisch sind. Die sehen keine Perspektive, weder für sich selbst noch für die Gesellschaft, dass es irgendwann mal besser für alle wird. Sondern die sehen nur noch, dass sie selber irgendwie diesen Grind machen müssen täglich, damit sie wenigstens den Status quo erhalten. Und das macht sie zynisch. Mhm. Ja. Ja, nee, habe ich da auch gar nichts hinzuzufügen. Und ich finde, er trägt das halt mit der, ich wollte gerade sagen, staatstragend, aber ich finde, mit der richtigen Stimmung trägt er das vor. Fand ich richtig gut. Ja, Bernie hat, der kann super mit Medien. Und er hatte, glaube ich, er hatte auch mit Thilo, fand ich, zumindest aus der Außenwahrnehmung, eine richtig gute Chemie so. Hat sich auch drauf eingelassen, auf Thilos Fragen so richtig, ist nie in so eine abwehrende, komische Position gegangen, sondern ist auf alles eingegangen. Ich meine, Thilo fragt hier so, ey, ist das nicht naiv, was du machst? Das könnten Leute als Affront ansehen. Er hat einfach das Spiel mitgespielt und das fand, ich finde, Bernie Sanders ist, was mediale Kommunikation angeht, hier ist Ludwig, was mediale Kommunikation angeht, ganz fantastisch. Wir springen mal zum nächsten, der ist nämlich auch direkt damit verknüpft, der nächste Clip. Cynicism works for the West. Cynicism doesn't work for anybody. I mean, cynicism is a way of life. Who are you fooling? So I don't agree that cynicism works for anybody. What you have in the world right now, in my view, is a situation, and we don't talk about it enough, there is a massive amount of class warfare taking place, and that's not talked about. You know, we talk about racial issues, we talk about gender issues, we talk about many things, but we don't talk about the fact that the status quo, and it's not cynicism, the people on top have never, ever done better, probably in the history of the world. I'm just one example, I don't mean to throw out a whole lot of statistics. But at a time when people all over the world, in the worst cases, are literally starving, fighting to put a few pieces of bread on the table. In my country, a middle class is declining. People are seeing their wages not keep up with inflation. In the midst of all of that, in the last 3 years since COVID, 2/3 of all of the new wealth created, and that was $42 trillion, went to the top 1%. 2/3 went to 1%. That is an astounding and disgraceful set of circumstances. Ja, also er beschreibt hier im Grunde, wie es zu diesem, also Thilo sagt, unser System ist halt zynisch. Und er sagt, das stimmt, aber dieses System funktioniert nicht für jeden, sondern es funktioniert nur für einen Bruchteil, für Leute, die davon profitieren. Und ein Großteil der Leute sehen halt, da müssen entweder ganz ums Überleben kämpfen oder sehen, dass ihr Gehalt mit der Inflation nicht mithalten kann. Er spricht von einer Mittelschicht, die langsam kaputt geht in den USA und so weiter. Und er sagt, das ist im Grunde, das speist diesen Zynismus, finde ich. Und ich finde, die Analyse trifft es sehr gut. Warum auch zum Beispiel häufig Leute, die selber aus armutsbetroffenen Situationen kommen, plötzlich rechtfertigend für die Klasse, die sie ausbeutet, um die Ecke kommen. Ah, meinst du unseren, könnte auch mein Liebling, der Teutrine beispielsweise. Ach, ne? Der ja, Jens, ja. Der Jens ist ja selber, war ja selber von Armut, er war nicht betroffen, er hat in Armut gelebt. Er hat in Armut gelebt, ja, das ist ja das, was der Armutsbetroffenheit, das kann man vielleicht mal kurz erklären, also es gibt ja diesen Hashtag, ich bin armutsbetroffen und dieser Teil mit der Betroffenheit will suggerieren, das haben sich die Leute nicht ausgesucht. Das trifft dich einfach. Und dann musst du irgendwie damit umgehen können. Das ist so, also das ist, darum benutzen wir diesen Begriff. Ja, und natürlich ist jemand, der armutsbetroffen ist, jemand, der in Armut lebt. Also Jens Teutrin ist in einer armutsbetroffenen Familie aufgewachsen. Ich glaube, alleinerziehende Mutter. Ja, genau. Und das wäre so einer dieser Zyniker, der, die sehen diese Strukturen und die sehen halt auch, also sie sehen, vielleicht sehen sie keine Möglichkeit, vielleicht wollen sie aber auch nichts dran ändern. Und daraus entwickelt sich dann so ein Zynismus, sogar bei denen, die halbwegs ökonomisch abgesichert sind. Also ich glaube, bei Jens Teutrin müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es dem schlecht geht jetzt. Ja. Ja.
Und das haben wir ja auch gesehen bei der Dame vom Fokus-Artikel. Sie hat selber mit ihrem Mann von sehr wenig Geld gelebt, weil er in der Ausbildung war. Und die hatten schon ein Kind. Und ich glaube, sie war in der Zeit halt bei dem Kind. Und er hat die Ausbildung gemacht. Sie hat da gesagt, sie haben, glaube ich, von 1.300 Euro im Monat gelebt. Und da war die Miete mit drin. Also die mussten davon auch Miete zahlen. Also sie wusste ja auch, was es bedeutet, nicht viel Geld zu haben. Und da ist es sehr gut, da sieht man diesen Zynismus auch, dann das Experiment noch mal zu machen. Oh, ja. Jetzt mit einem Kind mehr, mal gucken, wie es aussieht. Ne? Das siehst du da auch. Ja, also das ist halt das. Ne? Also die Leute werden zynisch, weil ihre Lebenssituation scheiße ist. So. Und das führt dann zum Beispiel auch zu Leuten, die selber zum Beispiel, weiß ich nicht, Mindestlohn bekommen und so Sachen sagen wie, das Bürgergeld darf aber jetzt nicht steigen, weil ich bekomme ja nur Mindestlohn, Lohnabstandsgebot, dies, das. So. Führt dieser Zynismus zur Empathielosigkeit? Geht ja, das miteinander einher? Weil die Angst um den eigenen Verlust kann ich mir vorstellen. Also ich versuche jetzt ja nur Sanders Gedanken hier ein bisschen weiterzuführen. Mhm. Ne? Also die Angst um diese eigenen Verluste führt ja zu so einer Selbstschutzreaktion in diesen Zynismus rein. Und sobald du dich selbst schützen musst, musst du ja zwingend deine Empathie runterschrauben. Also je empathischer du bist, desto mehr öffnest du dich ja für andere Dinge. Ja, das stimmt, ja. So. Mhm. Und je mehr du dich selbst schützen musst, oder hier abstrakte Dinge wie deinen kleinen bescheidenen Wohlstand, ja, dass du als Mindestlöhner dir wenigstens die 40 Quadratmeter Wohnung leisten kannst, sowas in der Art, ja, muss, glaube ich, also ich kann mir das auch nicht, also Zynismus muss Empathie verringern. Ne? Guck mal, hier, Bela Funk sagt was ganz Gutes dazu, finde ich. Ja, speist sich auch durch Selbst- und Unwirksamkeit, Misstrauen in Institutionen, Demokratie und Zukunft. Ja, genau, weil man hat kein Bild für seine eigene Zukunft und man hat kein Bild für die Zukunft der Gesellschaft. Ja. Also das ist das, was ich gerade sagte, so eine Mittelschichtsfamilie, in der Regel, ist das Einzige, was jetzt bis zur Rente folgt, ein ewiger Grind darum, das zu erhalten, was man hat. Weil einen Fortschritt wird es nicht mehr weitergeben. Ist sehr unwahrscheinlich zumindest. Ja, ich sage nicht, es ist komplett ausgeschlossen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Eine arme Familie, für die gilt im Grunde das Gleiche. Die kann auch nichts anderes tun, als immer zu grinden in der Hoffnung, dass das bisschen, was sie haben, auch ihnen erhalten bleibt. Und das kann nur in so einen Zynismus führen. Ja, so. Und das war noch in der Generation vor uns ganz anders, wenn du überlegst, was da möglich war, indem du noch nicht mal ein Studium abgeschlossen, also was heißt noch nicht mal, du warst in der Lage, ohne eine akademische Ausbildung dir ein Haus zu kaufen und zu finanzieren. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Also dieses Aufstiegsversprechen, das ist tot. Genau. Da geht es wirklich darum, es geht für viele ums Überleben und für viele andere darum, nicht in die Situation zu kommen, in der es nur ums Überleben geht. So ist es. Ja. Ich glaube, im nächsten Clip einen Plot-Twist. Da versucht er mal so zu erklären, wie man von diesem Zynismus wegkommt, beziehungsweise was man anbieten muss, damit die Leute vom Zynismus wegkommen. Wir gucken da mal rein. Have voted for these policies. No, they haven't. Of course, they have not voted for them. Ah, nee, das ist they voted for Biden, for Trump. Well, they may vote for government leaders in Germany and the United States, but they did not vote for these policies, and that's the point. You know, I always get a kick out of people say, Joe Biden is the president of the United States. He is the most powerful person on earth, right? You've heard that expression? Yeah. President is, it's not true. Of course, it's not true. Biden has a lot of power. He can control the military. You want to go to war. The president does that, a lot of power. But the most powerful people on earth are people who will determine what workers in Germany and America are making, whether factories stay in this country or not. People who control the economy are really powerful, and that's the big money interests. Genau, also hier spürt er im Grunde nochmal ein bisschen die Begründung aus für den Zynismus, ja, weil er sagt, nicht Joe Biden ist der mächtigste Mann der Welt, sondern die Leute, die die Wirtschaft kontrollieren, sind die mächtigsten Leute der Welt. So. Ich würde so ein kleines bisschen widersprechen wollen. Er nennt ja hier Joe Biden
aber ich würde schon sagen, dass ein Staat, das sagt er später auch selber, das gucken wir uns auch gleich an, aber ein Staat, in dem es politische Willensbildung gibt, sehr mächtig sein kann. Mhm. Aber ein Joe Biden, wenn der jetzt was durchsetzen will, muss der natürlich sich erstmal Zustimmung vom Parlament und so holen. Ja, der muss für seine Ideen werben und dann hoffen, dass das irgendwie durchgeht. Ne? Also Joe Biden alleine ist wahrscheinlich nicht so mächtig wie irgendwelche Wirtschaftsleute, die halt darüber bestimmen, ob ihr Unternehmen 10.000 Arbeitsplätze noch in einem Land da lässt oder nicht. Ja, oder ob sie nach, keine Ahnung, Indien gehen mit der Firma. Ja. Das ist also ein bisschen die Erklärung oder eine Teilerklärung, glaube ich, für diesen Zynismus, weil einfach diese Macht so furchtbar schlecht verteilt ist und weil einfach diese Macht so furchtbar schlecht verteilt ist. So, Punkt. Ja, kann man auch sehr schön in dem Interview, was Thilo, das war das vorletzte, nicht das letzte, ich meine, das letzte? Macht im Moment zu viele Interviews. Nee, ich glaube, ein aktuelles ist mit diesem Historiker, das würde ich mir auch nochmal angucken wollen. Das genau, auch richtig. Das hatte uns, ist nur der Koch richtig. Hatte uns da. Jens hat uns da verlinkt, genau, nur Jens, der Koch hatte kommentiert dazu. Genau, und da wird genau das angesprochen, aber da können wir uns mal auf, wie nennt man das, auf Vorlage legen oder wie nennt man das? Auf Wiedervorlage. Genau, okay. ja. Also uns werden die Themen so schnell auch nicht ausgehen. Wir gucken einfach mal weiter, würde ich sagen. 10, 15 years ago, right? Oh, Moment, der ist ein bisschen vorgeschlagen. All right, this good. Is a show for hopefulness. All right, so here's hope. All right, let's look at things. When I was a kid a few years ago, because as you know, I'm 29 years of age, so it was 10, 15 years ago, right? All right. When I was a young man in America growing up, the southern part of our country had a system of what I would call apartheid, okay? That's what it was. You know that. Mm-hmm. And that means schools were segregated by race. Black people couldn't go to a movie theater. Black people couldn't vote in the United States of America in the 1950s, all right? That, if I talk to young people about that in America, they don't even believe it. They say, don't be ridiculous. What are you talking about? Give you another example. Change. It took place in a relatively, not fast enough, short period of history. Since then, we've had a black president win re-election, okay? When I was a kid, or even your age, and somebody said to me, do you think in your lifetime you will have a black president of the United States? I'd say, no, there's no way it could happen. We're too racist the country. Mm-hmm. Obama won, and he got re-elected. That's hope, all right? Give you another example. I've been in the United States Senate now for 3 6-year terms. I'm completing my third term. 17 years. Early on in my term, there are 100 people in the U.S. Senate. Do you know how many women there were in the Senate? A few. One. At one point. Well. At one point, there was one woman, 99 men. Now, I don't know what it is. It's 20, 25. The number's going to grow every day. Years ago, in my own state, we elected a woman governor. It was a big deal. Today, the women governors all over the country. When I was a kid growing up, went to a very large high school, I did not know one kid who identified as being gay. Not one. Okay. Were there gay kids? Of course they were. But that wasn't the moment. You couldn't express your sexuality. All of that has changed radically. But these are cultural. But these are cultural yes, changes. They are cultural issues. But you talk about economic. You didn't let issues. Me finish my sentence because right. Your point is right. That's right. These are all social, cultural issues mm-hmm. that have gone radically transformed. Good news. Bad news is that in terms of economics, if anything, situation is worse. And the fight for economic democracy and for economic change is a lot harder fight than for women's rights or gay rights. Like what? So, ich finde, das ist ein schöner Turn. Er sagt, hier ist Hope. Und dann erzählt er mehrere Dinge auf, die sich im Laufe der Jahrzehnte in den USA tatsächlich verändert haben. Natürlich noch nicht perfekt. Also da gibt es immer noch viele Probleme. Aber er sagt, früher gab es so eine Art Apartheid-System in meinem Land. Leute mit der falschen Hautfarbe konnten nicht wählen. Schwarze Menschen konnten nicht wählen und gingen auf andere Schulen und fuhren in anderen Bussen und so weiter. Ja? Und das ist jetzt nicht mehr so. Und er sagt dann, früher gab es auch fast keine Frauen. Er sagt, es gab zu einem Zeitpunkt eine einzige Frau im Kongress oder sowas. Ich weiß es also irgendwie. Senat, es gab nur im Senat, genau. Nur eine Frau. Ja, jetzt ist wenigstens der Anteil irgendwie 25% wachsend.
Ja? Und er sagt, früher konntest du auch nicht offen über deine Sexualität sprechen, wenn du schwul warst oder irgendwie queer oder so. Und das hat sich, zumindest ist das im Wandel begriffen. Und die Botschaft ist ja hier, Wandel ist möglich. Ja, also es gibt da dieses schöne Programm von Hagen Räther, Liebe, mit dem er ja immer wieder in Variationen auftritt. Und sagt da an einer Stelle auch so schön, die Leute sagen immer, es ändert sich nichts. Ne, es stimmt doch gar nicht, es ändert sich doch was. Es ändert sich ständig was. So, und es stimmt ja auch. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist der Spin, den man gedanklich machen muss, dass man sich klar machen muss, Dinge können sich verändern. Natürlich ist das nicht einfach und wahrscheinlich wird man von einigen Dingen auch nicht mehr die Früchte ernten oder so. Aber Dinge können sich verändern. Es ist nicht so, dass die Zukunft in Stein gemeißelt ist und es einfach nur noch schlechter werden kann. Ja, wobei Tilo ja auch sagte, das sind kulturelle Veränderungen. Ne? Die Frage ist, wie sieht es mit ökonomischen Veränderungen aus? Und da kommen wir, glaube ich, jetzt zu. So, möchtest du noch was, bevor ich weiterklicke? Nicht, dass ich mich hier so durchklicke und dann... Nö, klick du mal, nee. Ich klicke. Alles gut. Die Klickmaus, wollte ich gerade sagen. Die Klickmaus? Oh, das ist ja... Ich bin eine kleine Klickmaus. Nur kleine süße Klickmaus. Klick mal. Klick, klick. Piep, piep. Klick, klick. So, ich klicke. Slavery. Like, they can outlaw racial segregation, but why can't they outlaw being a billionaire? They could. We do it tomorrow. How? I can introduce the legislation, and if I had the votes to pass it, we could do it. How do you do that? You introduce a piece of legislation. But your question is... There cannot be... You could have a tax code. Wealth? Sure. Okay. You can introduce a wealth tax or a tax code that says, you know, after you make $999 million, the tax will be 99%. Wow. Right? You could do it. I could do that tomorrow. Mm-hmm. Would it pass? No. We get about 2 votes in the Senate. So we could do it, but we don't have the political support to do that. But more importantly than just abolishing billionaires, what is much harder is how, in fact, given the world today, with all of the technology that we have out there, how do you create not only an economy that works for all, okay, but an economy where people enjoy going to work, feel productive, and take satisfaction in what they do? How do we create that? That ain't so easy. And we need to be thinking about that. But all of these things are doable if there is a political will and if we have the courage to take on billionaires who would rather not do anything like that. Also er bestätigt jetzt das, was ich gerade schon angeteasert habe. Wenn der politische Wille da ist, kannst du alles machen, sagt er im Grunde. Ja? Aber eigentlich geht es hier um ein positives, progressives Narrativ. Also während, das sagen ja Max und Martha auch immer. Während die Konservativen ihre Narrative haben, die dann immer so ein bisschen lauten, jeder ist für sich selbst verantwortlich, eigentlich wird alles nur schlechter und wir müssen halt gucken, wie wir das Geld verteilen, weil es ja alles nur begrenzt, die Ressourcen sind knapp und die Leistungsträger brauchen mehr. Also diese ganze Narrative, die wir alle kennen, neigen Linke dazu, ihre eigene Narrative nicht zu thematisieren. Und er bietet jetzt hier eins an. Und er sagt im Grunde, es ist ein ganz einfaches Narrativ, total simpel. Sein Narrativ ist, Dinge können sich zum Positiven verändern. Und diesen Schritt müssen wir als Progressive, glaube ich, erstmal wieder gehen lernen. Weil wir neigen immer dazu, uns in die Narrative der anderen Seite reinzubegeben und die dann auch noch unbewusst, ohne dass wir das wollen, zu bestätigen. Aber eigentlich brauchen wir doch unsere eigene Utopie, oder nicht? Ne? Wir brauchen unsere Utopie, an die wir glauben, auf die wir hinarbeiten wollen. Genau, sonst hat das ganze Linkssein auch keinen Sinn. So. Nee, siehst du ja auch in Talkshows das permanente Abarbeiten an den Narrativen, die von der anderen Seite gesetzt wird. Und da geht so viel Zeit und so viel Energie rein, die du wirklich damit verbringen könntest, eigene Narrative zu setzen. Und lass doch mal den Gegner sich an deinen abarbeiten. Eben. So, und Bernie Sanders beginnt zumindest eigene Narrative. Er sagt auf der einen Seite, wenn politischer Wille da ist, kann der Staat alles machen. Ja? Tilo fragt ja nach der Besteuerung von Millionären, Milliardären. So. Und er sagt, wir machen das morgen. Ist kein Problem, können wir machen. Wenn der politische Wille da ist, geht das sofort. Ratzfatz, ist kein Thema. Das haben wir ja in Deutschland gesehen beim Sondervermögen für die Bundeswehr.
Der politische Wille war da. Das ist dann von einer Nacht auf die andere beschlossen worden. Ja, so zack. Wenn der politische Wille da ist, das sagen wir ja in diesen Formaten hier bei Critical Media auch immer, wenn der politische Wille da ist, kannst du alles machen. Das ist sein erstes Narrativ. Sein anderes Narrativ ist, Dinge können sich zum Positiven verändern. Das geht. Man muss nur dran arbeiten. Ja, es ist nicht, er sagt, es ist auch nicht einfach und so, und das, ne, aber Dinge können sich zum Positiven verändern. Und das ist das, was dich vor diesem, ich nenne es jetzt mal, ich führe seine Zynismus-These mal weiter. Das ist das, was Menschen vor diesem bürgerlichen Zynismus bewahren kann. Ja? Dieses, man grindet nur und der Grind ist, das Einzige, was der Grind erreicht, ist, dass du nicht abstürzt. Ja, in die ganze Zeit im Wasser strampeln, damit du nicht untergehst. So. Genau, aber eigentlich Narrative setzen. Und aufbauen und drin bleiben. Ja, da gibt es so ein furchtbares Plakat von der Linkspartei. Und ich bin ja wirklich ein Fan der Linkspartei. Ja, aber da gibt es ein furchtbares Plakat. Da steht drauf, alle bewegen sich nach rechts. Wir nicht. Und schon haben sie das Narrativ bestätigt. Alle bewegen sich nach rechts. Ist die Erzählung. Ja, haben sie bestätigt damit. Und das ist falsch. Das dürfen sie nicht mehr machen. Sie müssen eigene Narrative sagen. Sie müssen eine Zukunftsvision entwickeln, die sagt, wie er sagt hier, an economy that works for all. Das ist die Vision. Eine Ökonomie, die für alle funktioniert, von der wir alle partizipieren, die nicht nur ein paar Prozent ganz oben die Taschen immer voller macht, während wir in den Grind geschickt werden. Hatte Corbyn auch mit seinem For the Many, Not the Few. Genau, ne? Auch das ist ein Gegennarrativ. Von Jeremy Corbyn, egal was man jetzt von ihm hält, und Bernie Sanders, allein auf dieser Kommunikationsebene kann man so viel von denen lernen. Ja? Ich muss nicht alles teilen, was die sagen, inhaltlich. Und da gab es ja wohl auch irgendwie Kritik an Israel-Äußerungen und so. Mhm. Ja? Aber was die performant, was die als Performance abliefern, da womit sie Leute begeistern und hinter sich bringen. Das sollten sich Linke von der SPD bis zur Linkspartei in Deutschland mal anschauen und sich mal fragen, wie sie das erreichen können. Also wir haben in Deutschland nicht einen linken Politiker, außer Gregor Gysi vielleicht, der charismamäßig auch nur ansatzweise an den Mann rankommt. Und der Mann hat nicht nur hohes Charisma, weil er hohes Charisma hat, weil er so von Geburt ankommt, sondern weil der seine Überzeugungen überzeugt rüberbringt. Für den ist das unstrittig. Das merkst du in diesem Interview so herrlich. Schaut euch das wirklich, das sind, glaube ich, 30 Minuten oder so. Und ich dachte erst, das ist aber wenig. Aber es ist Wahnsinn, was er alles oder die beiden in 30 Minuten kommunizieren und wie kompakt er das vor allen Dingen macht. Ja. Das ist wirklich, schaut euch das an, das ist wirklich ganz großartig. Also Bernie Sanders, mein Präsident des Herzens für immer. Ja, und da müssen sich deutsche Linke mal eine Scheibe von abschneiden. Mehr so wie diese Leute zu sein. Glaub an diese Zukunftsvision. Ich meine, wenn ich so Leute sehe, wir hatten ja hier Katharina Beck und diesen grünen Finanzexperten, ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Und das war aber beides im Grunde dasselbe Interview. Weil die beide, die haben gar kein progressives Narrativ im Hinterkopf. Die haben nur irgendwas mit Klimaschutz und das machst du irgendwie über so einen Green New Deal. So, das ist so das grüne Wachstum. Da ist keine Vision, nichts. Kein Bild, wie wollen wir leben? Wie stellen wir uns Gesellschaft vor? Was wünschen wir uns für die Menschen, die hier leben? Gar nichts. So ist es. Und ich persönlich bin ja immer, meine Utopie ist ja immer diese Star Trek-Utopie, ja, wo es einfach Technologie gibt und jeder hat Zugang dazu. So Replikatoren und so, alle Menschen einfach, ohne dass das irgendwie auch nur ansatzweise hinterfragt wird. Da gibt es einfach Zugang dazu. Jeder Mensch bekommt einen Replikator, einen Wohnraum, hat immer Kleidung, Ernährung und es geht ihm gut und hat komplette Berufs- und Lebensfreiheit und alles, kann alles tun, wie er will. Das ist immer so meine Utopie, mit einer kleinen Ausnahme bei Star Trek. Ohne diesen Elitenaspekt, weil Star Trek ist nämlich auch eine Elitenerzählung. Ja, aber das geht jetzt zu weit. Ja? Aber das ganze Latinum, schreibt Francesco, er hat ja so recht. Ja, dem großen Nagus gefällt das, Francesco. Ja?
die Erwerbsregeln. Ja? Wie lautet denn die 44. Erwerbsregel? Ja, sorry. Wo jetzt, seid ihr denn jetzt abgedriftet? Ja, tut mir leid, ich biege gerade in Star Trek ab. Nicole, Star Trek kann ich immer jedem empfehlen. Toshi, du bist doch auch im Chat. Ja? Du musst noch Star Trek nachholen. Haben wir neulich noch drüber gesprochen. Ja? Alles von Star Trek. Ja gut, Captain Kirk kann man sich vielleicht knicken. So. Okay. Einen Clip habe ich noch zu Sanders. Und dann machen wir vielleicht noch mal eine abschließende Bemerkung so. Und ich würde sagen, dann sind wir auch erstmal fertig für heute, ne? Yes. Dann, let's go. Frederick Jameson, the quote of him is, "It is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism." Is that true for you? Probably. No, not for me. But look, I mean, one can easily imagine the end of the world. Is there going to be a nuclear war? Will we not get a handle on climate? Doesn't look like it. Will there be a terrible pandemic that could be worse than COVID? Is that possible? Yeah, all those things are possible. You want to imagine them? Yeah, you could look. You can imagine the end of the world. I think there are many people who, I think from religious terms, what do they call it, end times? Mm-hmm. Is that the phrase they use? Mm-hmm. They're saying this is the end of the world. Everything is falling apart. But can imagine that. But isn't that a problem that it's easier to imagine the end of the world through many examples than to imagine changing the very fabric of our economy? Is that a problem? It is a huge problem. And it is a problem. And that is what the system does. The worst thing about the system is not only the greed and the inequality. It is in 1,000 different ways. It's not that there's some person up there sitting there who does these things, okay? It's 1,000 different forces. It takes place every time you turn on the TV, every newspaper you read, every politician you hear from. The bottom line is, you think you can change the world? Hey, you can't. Nothing you can do. I got the power. You have nothing. Mm-hmm. So go knock your head against the wall. That's fine. You're not going to change the world. And that is the message that gets out there, that we are hopeless. We're small people. And we can't take on the powers that be. And how you fight against that in your own mind and politically, that is one of the great challenges we face. Ja, da hat er recht. Ne? Also er sagt im Grunde, es wabert immer diese Erzählung rum, dass du ja nur Einzelner bist und du hast als Einzelner ja gar keine Macht. Was willst du denn verändern? Mhm. Und das ist die große Herausforderung, ja, der wir uns stellen müssen, dieses Narrativ zu überwinden. Und vielleicht sind wir auch gar keine Einzelnen. Vielleicht kann man sich zusammenschließen. Vielleicht kann man Parteien gründen oder Gewerkschaften oder Betriebsräte oder soziale Bewegungen. Ja? Das ist ja die große neoliberale, ich erweitere das jetzt mal, was Sanders hier sagt. Das ist doch die große neoliberale Erzählung. Diese Erzählung von jeder kämpft für sich. Jeder kämpft für sich. Wie war noch der Satz von Thatcher? There is no such thing as society. Mhm. Ja, so, also jeder. Was habe ich da nur studiert? Was hast du? Thatcherismus studiert? Aber da gibt es ja gar keine Soziologie. Was habe ich denn da gemacht die ganzen Jahre? Mein Gott. Ja, ich kann jetzt in so eine Facebook-Diskurskultur reingehen und dann sage ich sowas wie: ja, wieso bist du nicht Taxifahrerin? Also, achso, ich dachte, du empfiehlst mir jetzt auf die Abendschule zu gehen. Genau, geh bitte auf die Abendschule. Genau. Mit den 1,82 Euro vom Bürgergeld Bildungsetat. Ja, so. Ja. Und kostenlosen genau. Bleistiften von Ikea, weil ich mir einen Kulli kaufen kann. Ja. Aber da hat er recht. Ich finde trotzdem, wir steigen hier eigentlich mit einer relativ, auch wenn Bernie da gerade so ein bisschen grantig guckt, aber da relativ positiven Botschaft aus. Ne? Jeder von uns hinterfragt mal, was sind seine progressiven Werte? Was ist die Vorstellung von Leben? Ja? Wie kann das Leben für alle besser werden? Und dann entwickeln wir nach und nach, das wird ein bisschen dauern, aber wir müssen halt nach und nach unsere progressiven Narrative zurückerobern und entwickeln. Und die dann eben auch in den Diskurs tragen, auch wenn es schwer ist. Weiß das selber und ich mache da auch selber regelmäßig bestimmt noch Fehler. Aber nur so kann man ein progressives politisches Standbein schaffen in so einem Land. Ja, das, wir sehen jetzt gerade, also ich befürchte fast, dass das bei der nächsten Wahl wir irgendwas mit der CDU kriegen und vielleicht Schwarz-Grün, wenn wir noch Glück haben. Ja?
ich schließe Schwarz-Blau auch nicht mehr aus. Auch wenn Friedrich Merz immer so tut, als aber er redet ja schon wie die. Also wird uns früher oder später, also alle Länder um uns herum, also warum sollte uns das nicht ereilen, das braune Schicksal? Hier, Hausaufgaben-Vibes, ja? Wir kontrollieren uns gegenseitig und schulen uns gegenseitig. Vokabeln abfragen, ja? Ja. Means of Production, jetzt! Nicole, hast du zu dem Sanders-Ding noch was? Nee, ich habe ihn einfach unglaublich lieb und sehe ihn sehr gerne. Und jemand hatte im Chat auch noch ein anderthalbstündiges Format, ich glaube von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Das hatte ich auch schon gesehen, dass es das gibt. Das liegt auch bei mir auf Wiedervorlage, wie ich eben gelernt habe. nee, ich habe nichts dazu mehr. Ist eigentlich alles gesagt. Ich liebe ihn einfach. Ja, er ist fantastisch. Also ich sehe den auch unheimlich gerne. Wie gesagt, er hat Charisma, aber er hat das Charisma nicht, weil ihm das angeboren ist. Er hat das Charisma, weil er sich sicher in seinen Narrativen bewegt. Und das ist die große Stärke. Und Leute, die sich sicher in ihren Narrativen bewegen, entwickeln auch Charisma. Deswegen ist ja furchtbarerweise auch so ein Christian Lindner auf eine Weise charismatisch, auch wenn ich ihn furchtbar finde, inhaltlich. Aber der kann halt Bullshit sehr sicher formulieren. Ja? Das ist halt... Er kann es so formulieren, dass er es selber glaubt und andere es auch glauben. Ja, das ist eine Stärke. Und diese Stärke musst du auf der linken Seite auch entwickeln. Nur bitte ohne Bullshit. Ja, er ist rhetorisch. Also Lindner ist ja rhetorisch einfach super fit und flink. Wie er auch, ne? Lassen wir jetzt mal weg, ob es inhaltlich, also was wir inhaltlich davon halten. Nur so aber performant. Das ist, ja, macht er echt gut. So, genau. Ich würde sagen, Nicole, wir haben 21:32, wir sind bei anderthalb Stunden. Ich habe noch einen Clip, den gucken wir uns zum Ende so zum Rausgehen an, den kommentieren wir aber nicht mehr, den lassen wir nur noch als sozusagen Abspann laufen. Und zwar von der Sarah Bosetti aus ihrer Talkshow, da hat sie armutsbetroffene Menschen zu Wort kommen lassen und das würde ich gerne einfach mal laufen lassen. Ja, Nicole, wie war's? Wie war dieser erste gemeinsame Format-Dingsi? Hat mir echt Spaß gemacht, Dave. Ich glaube, ich komme in 2 Wochen wieder. Sehr gut, ja. In 14 du Tagen, auch? Liebe Leute. Ich, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Am 15.11., meine Damen und Herren, ist die nächste Folge Sozial Klimbim hier auf Critical Media. In der Hoffnung. Ach, ja, eine wichtige Sache noch. Wir haben das gerade, Nicole und ich überlegen gerade. Ja, stimmt. Wir sind, ja, was so Design und Artzeug und so angeht, sind wir echt nicht gut. Ja, und wir brauchen für hier oben rechts, da seht ihr noch dieses Critical Life-Symbol, da hätten wir gerne was Eigenes mit unserem Formatnamen. Ist unter euch vielleicht jemand, der da versiert ist und der Bock hätte, uns sowas zu machen? Wir können ja jetzt leider nichts für bezahlen, weil wir selber kein Geld damit verdienen hier. Aber wenn jemand Bock hat, dann schreibt gerne mich oder Nicole an bei Discord, bei Twitter. Ich weiß nicht, sind deine DMs offen, Nicole, bei Twitter? Na klar. Ja. Discord, Twitter, ich bin noch bei Blue Sky, du glaube ich auch, ne? Ja, da könnt ihr uns gerne anschreiben, wenn ihr da Bock drauf habt, uns was Nettes zu machen. Oder auch so ein Profilbild, womit wir werben können, so ein Splash-Art mit so einem Logo, Hauptsache Sozialklimbim steht irgendwie drauf, ja? Wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn jemand Bock drauf hätte, fänden wir super. Ja. Ansonsten überlegen wir uns nach und nach was, das ist jetzt unser neues Baby, das muss so nach und nach ein bisschen wachsen, ja? Da die Babys wird halt, das so tun. Wird halt viel Gemüse gefüttert und dann ist gut. Und ja, Mensch, hat uns gefreut, dass ihr alle da wart. Und ich überlasse die letzten Worte jetzt der Nicole. Ach Gott. Ja. Ach Gott. Ach Gott. Ja, komisch, dass ich ach Gott sage, obwohl ich überhaupt nicht gläubig bin, wie sich so Floskeln durchsetzen. Ne? Dann sag ich mal, oh je, Mine. Sag für den Imperator. Dann weiß Jens Bescheid. Okay, dann nur für Jens, für den Imperator. Nur für Jens. Okay. Muss ich jetzt sagen, ach Imperator dann? Ja, zum Beispiel. Ach so, ach Imperator. So, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ob das gerade irgendein Safe Word für irgendwas nein, war. Keine Ahnung. Erklär ich dir danach. Ja. Aber jetzt, Nicole, deine letzten Worte für diesen Abend. Hau raus. Mir hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich darauf, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen.
mit guten und mit schlechten Dingen, was uns so vor die Nase läuft. So ist es. Und im Moment, das Sozialthema, ne, da läuft uns viel vor die Nase. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wir spielen jetzt noch Sarah Bossettis Sendung, die 5 Minuten. Wir wünschen euch einen schönen Abend und bleibt alle gesund. Bis bald. So. Ich weiß nicht, das macht man, glaube ich, normalerweise nicht. Vielleicht ist das ein bisschen ungewöhnlich, aber ich würde dann doch vielleicht einmal kurz Betroffene zu Wort kommen lassen, nämlich Armutsbetroffene. Also Bürgergeld reicht zum Leben definitiv nicht. Es reicht zum Existieren, aber nicht zum Leben. Zum Überleben sicher, ja. Zum Leben, nein, definitiv nicht. Wirklich zum Überleben reicht es nicht, aber es ist auch zu viel, um zu sterben. Ein Mensch braucht mehr, ein Mensch braucht irgendwie Gesellschaft, ein Mensch braucht Hobbys, ein Mensch muss irgendwie, ja, die Seele muss auch leben und nicht nur der Körper. Arm sein ist eine Form von im eigenen Leben eingesperrt sein. Armut bedeutet zu verzichten, zu schweigen. Bei uns sagt man zu kuschen. Es macht einen klein, es gibt einem das Gefühl, nicht vollwertiger Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich muss darum bitten, existieren zu dürfen. Leere? Du hast ja nichts, was dein Leben erfüllen kann. Es ist einfach nur so ein Warten. Armut macht krank, Armut macht einsam und Armut ist ein Teufelskreis, aus dem nur die wenigsten wieder rauskommen. Ich habe in meiner Wohnung gesessen und vor mich hin existiert. Ich war komplett alleine. Ich hatte nur meine Mutter als Ansprechpartner quasi. Und sonst gab es niemanden. Es gab keinen Freundeskreis mehr, weil die irgendwann mal alle weggegangen sind. Ja, dann anfangs wirst du vielleicht eingeladen, aber das funktioniert nicht lange. Komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee. Ah, schwierig. Kaffee teuer, Fahrkosten teuer. Lassen wir mal lieber. Menschen gucken sich sowas 2-mal an, 3-mal an, 4-mal an. Und irgendwann wird man nicht mehr gefragt, ob man mitkommen möchte. Wir gehören zur Gesellschaft und ich finde, so sollten wir auch behandelt werden. Ja, wir haben die gleichen Rechte und die gleiche Würde verdient wie alle anderen. Wir haben in Deutschland einen sinkenden Reallohnindex. Was bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten überproportional steigen, während die Löhne sich da unten befinden. Aber das interessiert keinen, denn die Bürgergeldempfänger kriegen zu viel Geld. In der Politik wird gar nicht mehr benannt, was eins benennen müsste. Und das kann es nicht sein. Das kann so nicht weitergehen. Wir schaffen Feindbilder, ohne Probleme zu lösen. Ich bin nicht per Definition gegen Reichtum. Ich bin nur gegen Überreichtum, der nicht richtig besteuert wird. Also wenn ich sowas wie Gratis-Mentalität von Christian Lindner höre, da werde ich schon wieder ziemlich sauer, weil es hat nichts mit Gratis-Mentalität zu tun. Es geht darum, eine Chancengleichheit zu haben. Der weiß doch gar nichts. Der hat keine Vorstellung. Er sollte versuchen, 2 Wochen ohne irgendwelche zusätzliche Unterstützung in meiner Stube im Obdachlosenasyl zu leben, ohne zusätzliches Geld. Was ich mit einem 2-stelligen Millionenbetrag machen würde? Ich weiß es gar nicht. Das ist für mich erstmal eine Summe, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Hey, das ist schwierig. Ich wäre sehr überfordert und ich glaube, ich würde mich sehr schnell bei TaxMeNow anmelden und dafür sorgen, dass er ordentlich versteuert wird. Wir haben keine Lobby. Also wer interessiert sich für uns? Wir können nicht zum schicken Essen einladen. Wir können keinen Aufsichtsratposten anbieten. Das können wir alles nicht. So what? Wer soll sich für uns interessieren? Wer stellt uns da? Wer kämpft für uns? Wir hatten am Anfang halt wirklich die Hashtag-Plakate da. Hashtag ich bin armutsbetroffen. Dann kamen Leute, die nicht armutsbetroffen waren und haben gesagt, nee, Moment mal. Das könnte mein Nachbar, mein Chef, mein Kollege sehen. Das geht nicht. Ich kann mich nicht mit so einem Plakat auf die Straße stellen. Ich musste Soli-Plakate machen, damit die Menschen sich noch zu uns stellen konnten. Damit sie sich von uns abgrenzen konnten, obwohl sie uns eigentlich unterstützen wollten. Und das ist irgendwie schon eine bittere Sache. Warum soll ich mich schämen, wenn es mir nicht gut geht? Ich verstehe die Logik dahinter auch nicht. Ich habe hier keine Hängematte hängen. Ich habe hier keine vollen Aschenbecher. Ich habe hier keinen Wodka stehen oder sonstiges. Das sind ja die ganzen Klischees, die einen dazu bringen, klein zu bleiben, still zu bleiben. Weil man bloß nicht damit in Verbindung gebracht werden will. Dass das aber fiktive Klischees sind, das ist den meisten auch vollkommen egal. Mir ist das nicht mehr egal. Ich mache das nicht mehr mit. Ich hab's satt, mich zu schämen. Vielen Dank an Ben, an Nitz, an Arnold, an Genoveva, Sasa, Anni und Kati, dass ihr mit mir gesprochen habt. Jetzt sind wir raus. Gute Nacht euch allen.